Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder ein total abgefahrenes Video mitgebracht, oder besser gesagt, einen total abgefahrenen Anruf, bei dem es darum geht, dass die Betrügerin schon ganz genau weiß, was sie da eigentlich tut, und sie verrät uns das in diesem Gespräch heute auch ziemlich schnell. Das heißt, eigentlich schon fast zum Anfang des Gesprächs. Naja, ihr werdet selbst sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Ich hier mit Lumel Zuchten. Ja, Herr Lumel, die Jeans am Apparat. Gut, so. Ich rufe an wegen Ihrer Anmeldung. Aha. Genau. Sie registrieren auf die Seite von Bitcoin. Ja, also alleine wie sie ihr Skript vorliest, ist schon eigentlich wieder ganz eindeutig rauszuhören, dass das hier Betrug ist. Sie ist der Sprache Deutsch kaum mächtig und versucht uns hier über den Nuckel zu ziehen. Also besser gesagt, den Herrn Lümmeltütchen über den Nuckel zu ziehen. Dass das nicht passiert, ist klar. Aber das Blatt, das wendet sich hier ziemlich schnell. Ja? Was? Soll das einer verstehen, was Sie da am Telefon rumstammeln? Vielleicht machen Sie als allererstes erstmal die Musik aus dem Hintergrund aus, damit man Sie auch vernünftig verstehen kann. Sie haben Registrierung gemacht mit Bitcoin? Ja, war das jetzt eine Frage oder was soll das sein? Dann müssen Sie auch das so als Frage formulieren. Aber damit man Sie vielleicht mal vernünftig versteht, sollten Sie vielleicht auch mal die laute Musik im Hintergrund ausschalten. Sie Registrierung gemacht auf Bitcoin, ich helfe Ihnen dabei, Ihnen das Konto zu aktivieren. Sie können kein Wort Deutsch und wollen mir irgendwie helfen. Bei irgendwas, was auch immer. Aha, das klingt aber sehr interessant und vielversprechend. Sie haben sich auf die Werbungsseite sich registriert, online zum Traden. Jetzt ist es besser? Nö, die Musik ist noch exakt genauso laut. Ich hab dich wieder was! Ich hab dich wieder was! 20 Euro pro Minute! Bestimmt. Ja, kennst du mich jetzt? Das hab ich erkannt, ne? Ganz genau. Hier haben wir tatsächlich die Betrügerin dran, die das letzte Mal schon mit ihren 20 Euro die Minute rumgeprallt hat. Ich glaube, letzte Woche war das Gespräch mit der netten Tante. Und die hat hier nicht nur einmal angerufen. Also wir haben hier tatsächlich mehrere Anrufe von ihr. Heute ist es nur einer. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch das längste Gespräch, was ich mit der netten Dame geführt habe. Aber es wird tatsächlich immer verwerflicher und immer fragwürdiger, wie die so eigentlich arbeiten in solchen Callcentern. Ihr werdet es heute noch selber hören. Sag doch ja, nicht Was heißt das Tja. Sag doch. Sag ja einfach, gib zu. Ich glaube, du bräuchtest langsam mal irgendwie einen Psychologen oder sowas. Gib hin. Wie bitte? Was hältst du denn davon, wenn du mir mal deinen Chef gibst? Warum blockierst du nicht meine Nummer? Ja, weil du ja jedes Mal mit einer neuen Rufnummer anrufst, das ist ja gespooft. Nein, du blockierst so gern meine Nummer nach dem Anruf. Genau, aber es kommt ja jedes Mal eine neue Telefonnummer. Du willst ja nicht bestimmen, dass ich 20 Euro pro Minute verdiene. Deshalb blockierst du auch meine Nummer. Das tut mir sehr leid, ne? Und, was geht's? Wann postest du das Video, Mann? Ich warte. Ja, erzähl ich dir doch nicht. Mann. Wie ich immer gesagt habe, 20 Euro pro Minute. Möchte ich das Video gerne hören. Ja. Und was gibt's heute in YouTube? Nichts Besonderes. Alles langweilig geworden, ne? Hast du ja bestimmt gedacht, oh, jetzt kann ich jemanden verarschen, ein Mitarbeiter. Och, wir rufen so viele Leute an, da kommt's auf dich jetzt gar nicht an. Ja, aber alle haben schon erkannt, dass du ein YouTuber bist. Ja? Ja, mit Nummer, weil du hast mit einer Nummer so viele Registrationen gemacht. Ja, aber du weißt schon, dass ich nicht nur eine Nummer hab, ne? Ja, du hast ja sehr viele Nummern. Ja. Einmal mit 4-9, also mit 3-9, dann mit 5-0, dann mit 1-5, dann mit 4-0, mit 6-8. Ja. Sag noch ja, nicht Was ist das?
Tja. Was denn? Ja, weiß ich nicht, du rufst da an. Was denn? Was ist das? Was? Haben Sie keine Schnauze? Nee. Ja, also in diesem Callcenter hier habe ich tatsächlich das Gefühl, dass wir hier mit einem kleinen Kind sprechen und nicht mit einer erwachsenen Frau, die uns hier eigentlich gerade betrügen wollte. Oder, naja, vielleicht auch nicht. Sie wusste ja, wo sie hier anruft. Ist ja auch alles in Ordnung. Aber, ja, ich meine, hier zeigt sie ihr wahres Gesicht, was da eigentlich für Menschen anrufen. Und dass sie auch schon das ein oder andere Mal wissen, bei wem sie da eigentlich anrufen. Aber was mich umso mehr verwundert, wieso dürfen die nebenbei ihre Zeit verplempern? Das ist natürlich schon kurios. Also, ich meine Zeit verplempern im Sinne von, wir rufen einfach mal einen Scambaiter an und gucken mal, was passiert. Also so wie jetzt in diesem Gespräch hier. Einfach nur noch wahnsinnig und verrückt. Halt deinen Schnauze einfach. Ja? Ja. Hitlerson. Ja, dafür bin ich nicht so ein Abschaum wie du. Hitlerson, dein Kanal wird blockiert. Nö. Hitler. Sag mal alle Hitler. Hitler! Hitler! Sag alle ganz Hitler, deutlich Hitler für die YouTube-Richtlinien. Hitler! Bravo! Sag mal genau. Nochmal die Hitler! Ein Applaus an dich! Ja. So. Tja, also die nette Dame. Ich weiß nicht, wo die herkommt, aber naja, das ist auf jeden Fall alles andere als irgendwie noch niveauvoll. Sie ist wohl der Meinung, dass das Wort Hitlersohn zur Sperrung des YouTube-Videos führt, aber im Grunde genommen, weiß ich nicht, ob es als Beleidigung geltend ist. Weiß ich nicht. Aber dem Anschein nach ist sie wohl ein bisschen falsch informiert, was so die Geschichte angeht. Denn Hitler erwähnen und Hitlersohn sagen darf man auf jeden Fall. Und dadurch, dass wir uns hier auch nun nicht mit solchen Wörtern beleidigt fühlen oder so, kann es nicht mal als Beleidigung werten. Allenfalls als lächerlich und zur Bespaßung. Ne? Also ich meine, zur Unterhaltung dient das Video hier auch heute auf jeden Fall. Und weiß ich nicht, vielleicht auch zur Abschreckung, was da so für Leute anrufen, dass ihr das Telefon lieber auslassen solltet, wenn solche Leute anrufen. Weil was die damit erreichen will, ich verstehe es nicht. Aber es ist auch nicht das letzte Mal, dass sie auf dem Wort rumkaut. Es scheint ihr wohl zu gefallen. Schön. Nur, dass du Hitler gesagt hast. Nur, dass du selber Hitler gesagt hast. Ja. Und du bist auch sowieso ein Hitlersohn, ne? Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm? Nee. Nö, gar nicht? Nee, ist überhaupt nicht schlimm. Nee, doch. Nee, warum sollte das... Warum sollte das weil stimmen? Weil dein Hitlersohn bist. Ja, das macht weil ja nichts. Hitler. Tja, also die Frau hat irgendeinen sehr verwerflichen Fetisch, glaube ich. Tja, weil ich kann mir einfach keinen Reim drauf machen, was sie da jetzt an dem Wort so toll findet. Ich finde es ja irgendwie nicht mal beeindruckend oder erschreckend, was sie da gerade sagt. Also erschreckend schon im Sinne von, was soll denn das eigentlich überhaupt werden? Die ruft letztendlich während ihrer Arbeitszeit hier an. Und das absolut Bedenklichste ist, wenn sie klatscht, dass der ganze Hintergrund mitklatscht. Tja, wir wissen ja, warum die anderen dann mitklatschen. Weil sie dachte, oder weil die anderen dachten, da wurde gerade ein Verkauf gemacht. Tja, es scheint ja auch zu funktionieren, wenn sie es einfach mal so blanko macht, ohne irgendwas verkauft zu haben. Tja, ich kann nur hoffen, dass sie schon alleine aufgrund ihrer Art und Weise aus dem Callcenter gekündigt wird. Denn... naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst ein krimineller Chef so ein Verhalten in irgendeiner Art und Weise dulden kann. Weil was bringt das? Letztendlich ist es ja auch wieder so, dass andere Menschen, die da im Hintergrund telefonieren, das vielleicht sogar irgendwie mit aufschnappen. Und die angeblichen Kunden, also die Opfer, die da in der Leitung sind, die hören das Ganze ja nur. Also von daher schaden die sich ja damit eigentlich nur selbst. Und naja, ich sage mal... anstatt, so wie sie sich das hier hofft, dass die YouTube-Richtlinien das Video hier deswegen sperren werden. Ja, wie gesagt, Hitlersohn ist jetzt keine Beleidigung in dem Sinne und kein Wort, was man, wenn man es einfach so frei stehen lässt, was irgendwelche Wirkungen hat. Also es ist ja genauso, wie wenn sie hier einem die ganze Zeit Hurensohn an den Kopf schmeißen. Ja, also, die versuchen es vielleicht als Beleidigung zu benutzen. Solange es aber als Beleidigung nicht gewertet wird, wird es auch nicht als Beleidigung gewertet. Dann ist es halt einfach nur eine unterirdische Unterhaltung. Also auf jeden Fall kannst du damit unseren Zuschauern ja beweisen, wie tief deine Niveaugrenze ist. Lass
erstmal alles. Aber ich habe bis jetzt 100 Euro verdient, weil 5 Minuten telefonieren wir. Genau. Ja, gestern hab ich auch versucht, dich zu erreichen, aber du hast meine Nummer blockiert. Nee. Möchtest du nicht gern, ja, vielleicht das Telefon Geld aus. Nein. Dein Handy war nicht aus. Ich hab ganze Zeit versucht, dich zu erreichen, aber du hast mal immer die Nummer blockiert. Nee, dann war vielleicht einfach nur die Telefonanlage ausgeschaltet. Du kannst mich zusammen anrufen, wie du möchtest, aber du hast die Nummer blockiert. Nee. Ja, also was sie jetzt davon hat, weiß ich auch wieder nicht. Im Grunde genommen ist es einfach nur so, dass ich die Telefonanlage softwareseitig einfach abschalten kann und keins meiner Geräte klingelt mehr. Tja, denn das erträgt man ja hier auch nicht den ganzen Tag, wenn da solche Leute anrufen. Demzufolge habe ich halt auch die Anlage immer nur mal so an, wie ich gerade Lust dazu habe. Und das auch ertrage. Ich habe es euch ja schon mehrmals erzählt in den Kommentaren. Ich telefoniere halt so eine Woche mal ausgiebig und habe dann die Anlage halt immer eingeschaltet. Dann reicht das Material tatsächlich schon wieder für ein paar Monate, was man da in so einer Woche zusammen telefoniert. Ja, und wenn dann zwischendurch mal immer mal wieder noch jemand anruft für ein paar alte Namen, da gehe ich natürlich dann auch an und habe ab und zu dann die Telefonanlage eben auch wieder eingeschaltet. So wie ich es halt eben persönlich brauche. Und wenn die Betrüger anrufen, dann klingelt das Telefon trotzdem, auch wenn es hier nicht mehr klingelt. Und irgendwann geht halt einfach der Anrufbeantworter ran. Tja, aber wie schon gesagt, selbst wenn ich die Nummer blockieren würde, es würde mir nichts bringen. Die rufen einfach beim nächsten Call mit einer neuen Nummer an. Also was soll ich da am Ende blockieren? Nix. Ich blockiere keine Rufnummern. Ich will ja die Anrufe, denn wäre ich ja blöd, wenn ich euch blockiere. Ich habe eine andere Nummer. Ich habe gerufen. Zeig mal allen, wie intelligent du bist. Wow! Kennen Sie die Musik? Ich höre die Musik. Schön. Und die 120 Euro jetzt. Ich werde bleiben bis 200, also bis 10 Minuten. Dann ist mir auch genug 200 Euro. Ja, das ist auch okay. Dann musst du aber noch ein bisschen was Schönes erzählen. Tja, und die nette Betrügerin, die wird auch gleich nett aus dem Nähkästchen erzählen, was sie eigentlich so antreibt. Ja, und warum sie diesen Job da überhaupt ausführt. Tja, die Antwort, die wird uns alle noch schockieren. Aber es ist einfach nur, ja, weiß ich nicht. Also ich finde da auch kaum noch Worte für, was das für Leute da am Telefon sind. Also ich meine, man hört es ja jetzt hier am Gespräch. Auf welchem Niveau die sich eigentlich bewegen. Also, tja, das ist hier auf jeden Fall ein gutes Video, um einfach ja, ein Schockbeispiel zu geben, wie die Bildchen auf einer Kippenpackung. Geht da bloß nicht ans Telefon. Ihr könntet solche Menschen dran haben. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Können wir auch etwas telefonieren? Sag mal doch, sag mal etwas. Was soll ich denn machen? Sag doch was. Was? Sag doch. Ach, ich soll was fragen, du musst deutlicher reden, eure Telefonanlage ist billig. Frag doch, frag doch. Ja, weiß ich nicht, was ich so fragen soll. Ja, aber frag. Was soll ich denn fragen? Warum hast du denn aufgelegt, wenn ich dir gesagt habe, dass ich 20 Euro pro Minute verdiene? Du meintest, ich habe keine Zeit und aufgelegt. Für den einen Tag hatte ich auch keine Zeit. Ja, aber du wolltest nicht, dass ich Geld verdiene. Du verdienst also sowieso kein Geld. Motherfucker, wow. Den Anruf habt ihr tatsächlich auch noch nicht gehört, mit dem, wo sie die ganze Zeit 20 Euro ins Telefon gebrüllt hat. Den werdet ihr in den Telefonschnipseln. Also wenn die Telefonschnipsel wieder dran sind, da ist das auf jeden Fall mit dabei. Weil die nette Tante hat ja, wie gesagt, hier nicht das erste Mal angerufen und ihr habt ja auch schon von ihr ein längeres Video gehabt. Da hatte sie zum Schluss noch reingebrüllt, also 20 Euro die Minute verdient. Ja, naja, wer es glaubt. Ich meine, 20 Euro die Minute, man muss sich bloß mal hochrechnen, was die da eigentlich im Monat verdienen würde. Und dann bei ausländischen Steuern, wo man auf jeden Fall weniger zahlt als in Deutschland, ja, wäre schon ein Traumgehalt. Aber das muss man auch erstmal kriegen. Und vor allem muss man das auch erstmal im Ausland bekommen. Ich denke nicht, dass sie eine von den Auserwählten sein wird, die so viel verdient. Weil wenn denn, wird es wohl eher der Chef sein. Da reden wir dann schon von auf jeden Fall 20 Euro die Minute, was dann nachher am Ende effektiv überbleibt. Aber doch nicht für die Mitarbeiter, die da eigentlich die Drecksarbeit übernehmen. Denn was anderes ist ja ihr Job nicht. Sie übernimmt die Drecksarbeit.
Tja, mich wundert es aber immer wieder, dass die neben der Drecksarbeit das hier noch machen dürfen. Und einfach mal ein paar Leute irgendwie ja, schikanieren, nerven. Ich meine, mich stört es ja nicht, wenn sie anrufen. Habe ich halt ein bisschen mehr Material für den YouTube-Kanal hier. Ist ja am Ende auch so. Und naja, ihr könnt auf jeden Fall mal reinhören, was da so wirklich eigentlich in den Callcentern so ganz genau abgeht. Mal unabhängig von diesen normalen Telefongesprächen, die man sonst ja mit denen hat, wo sie ihr Skript runterlabern. Ist auf jeden Fall mal ein bisschen Abwechslung. Nur leider sehr gruselige und traurige. Da redet wieder die Intelligenzbestie. Motherfucker, Motherfucker. Tja, wenn du sowas als sozial empfindest und das irgendwie, weiß ich nicht. Du bist asozial. Ja, kann ich mitleben. Ja, du bist asozial. Ja, da kann ich auf jeden Fall mitleben. Möchtest du noch jemanden grüßen? Wie? Möchtest du denn noch jemanden grüßen? Nee, muss ich... Ich will nicht deine Kakerlake grüßen. Nee. Nein. So ist das halt. Die Zuschauer und du könnt ihr mich dann am Arsch lecken. Ja, dann wissen ja jetzt alle Bescheid. Ja, gut. Genau. Kann sich ja dann jeder Einzelne überlegen, ob er denn dich mal kontaktieren möchte. Aber... für die Terminvergabe fürs Arschlecken bräuchten dann aber die Zuschauer auch deine Telefonnummer. Bleib sitzen! Ja? Hauptsache, ihr habt da Spaß auf Arbeit, nimm Platz, nimm Platz, nimm Platz! Wenn man das dann Arbeit überhaupt nennen kann, das kann ich. Nimm Platz! Genau, ruhiger Hund! Tja, und das hier, das erinnert schon ganz stark irgendwie an Schizophrenie oder, weiß ich nicht, irgendwelche psychischen Störungen oder so. Ich weiß es nicht, aber ein anständiges, vernünftiges Gespräch bekommt man mit der auf jeden Fall irgendwie nicht zustande. Also selbst wenn man es versucht, sie labert ja einem ja direkt ins Wort und fängt mit irgendwelchen Urwaldgeräuschen an, die Leitung eigentlich nur noch schlimmer zu machen, als sie schon ist. Aber naja, wenn sie der Meinung sind, dass sie so ihr Geld verdienen... Und das auch noch irgendwie seriös finden, aber naja, hier muss man tatsächlich auch nochmal daran erinnern, die rufen angeblich von einer Tradingbank an. Also eine Bank, wo ihr Geld investieren sollt, um am Handelsmarkt mit CFDs kopiert den Markt zu handeln. Ja, aber ich glaube, alleine dieser Anruf hier, der vernichtet die ganze Branche. Man muss doch nur mal überlegen, es ist doch alleine wie die redet, alleine wie die spricht. Und dass das gesamte Gespräch, was wir jetzt hier eigentlich führen, sich nur darum dreht, dass sie irgendwelche Urwaldgeräusche machen möchte und, weiß ich nicht, irgendwelche Fake-Beleidigungen von sich gibt. Tja, mehr kommt doch scheinbar nicht raus. Ja, nehm Platz. Also du wirst ein bisschen geistig zurückgeblieben. Ruhig, mein Hund, ruhig. Kein Labalaba auf dir. Einfach ruhig bleiben, mein Hund. Ja, genau so. Braves Hund. Du bist ein gutes Hund. Ja? Das ist aber nett. Ja? Wow, ich mag dich echt. Ja? Wenn ich dir sage, bleib ruhig, Hund, du bleibst echt ruhig. Ja? Das gefällt mir. Ja? Ja? Schön. Bald haben wir 10 Minuten. Ja. Schön. 10 Minuten Zeitverschwendung. Ich bin echt auf mein Schwerfalle. Yippie, Schweinebacke. Der ist echt Opfer. In welchem Land sitzt denn du? In Deutschland? Von deiner Mutter! In Deutschland ist es doch nicht. Deine Mutter! Eieieiei, das ist schon quasi Gehirn amputiert, was da rauskommt. Von deiner Mutter komme ich raus, ne? Ja. Das bezweifle ich aber irgendwie ganz schön stark. Weißt du denn was? Was denn? Was soll ich denn wissen? Also, Deutschland ist so ein Scheißland. Die Deutschen sind alle Brillenträger. Alle haben so einen Bauch für Sexas. Die trinken nur Bier. Dein also, Mikrofon müsstest du mal neu einstellen. Die sind einfach dumm, aber die deutschen Frauen sind einfach dumm. Ja. Ja, und da die Telefonanlage von der netten Betrügerin ja so wunderbar entzückend ist... Tja, sie meinte, deutsche Frauen sind alle dumm. Und die Deutschen trinken alle Bier, die Deutschen sind alle fett und hässlich.
Ja, ich glaube, das lasse ich mal so stehen. Also, ich bin da zwar anderer Meinung, aber tja, bin ein wunderschöner Schmetterling. Ja. Kann ja sein, weiß ich nicht. Ja. Weil die sind einfach so dumm, auch deine Mutter war dumm, deine Geschwister auch, deine ganze Familie von Frauen, die sind alle einfach dumm, nur dumme deutsche Frauen. Ja? Ich würde gerne da sprechen. Was? Warte. Ja, dein Mikrofon klippt die ganze Zeit, man kann dich nur ganz schwer verstehen. Das ist halt Qualität vom, weiß ich nicht, von der Müllhalde. Hallo. Hallöchen. Hallo, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Mit welchem Versager spreche ich denn jetzt? Jetzt sprechen Sie mit dem Kollegen von der Kollegin. Ach so. Ja. Mhm. Also, bis jetzt haben Sie etwas, wir haben etwas von Ihnen verdient, das Geld. Bis jetzt, die ersten Minuten, ist okay. Haben Sie, Sie sind vor Computer, glaube ich, ne? Nee. Nein? Nee. Wo sind Sie jetzt? In der Küche. In der Küche, okay. Mhm. Essen Sie etwas oder machen Sie einen Kaffee? Nee, ich mache gerade den Haushalt. Was machen Sie? Den Haushalt. Ah, das glaube ich nicht. Sie sind vor Computer. Das weiß ich schon Bescheid. Ja, 100%. Naja, dann bleib doch der Meinung. Ist ja auch okay. Öffne Google. Nee, ich lade jetzt kein einiges runter. In der Tat, ich mache nebenbei den Haushalt, denn irgendwie muss man ja dieses, tja, weiß ich nicht, Gesabber von denen in der Zeit noch sinnvoll überbrücken. Denn, weiß ich nicht, ihr hört hier ab und zu mal eine Klospülung oder sowas, stand ja schon oft in den Kommentaren, ja, das passiert halt, wenn man den Haushalt nebenbei macht und der ganze Bude auf Vordermann bringt. Ne? Und nur so ist es tatsächlich auch möglich, diese Menge an Telefonaten irgendwie nebenbei aufzuzeichnen. Da musst du halt nebenbei noch irgendwas Sinnvolles tun, sonst schafft man das zeitlich einfach gar nicht mehr. Nicht Anydesk, wer hat das jetzt auch über Anydesk? Ja, wollte Google. Ihr wollt ja immer alle Anydesk haben, was soll ich denn bei Google eingeben? Nein, nicht Anydesk, öffnen Sie Google da. Und dann? Öffne und schreib www. Ja, erzähl weiter. Okay, tube8.com. Haben Sie? Nee, ich geh nicht auf Pornoseiten. Geht nicht in Pornoseiten, warum nicht? Nee, warum sollte ich? Doch, kannst du ein bisschen Spaß haben doch? Nee. Warum nicht? Schreib mal dort Schwule und siehst du die Schwule, wie ich die ficken soll. Und hast du Spaß drauf? Warum sollte ich mir das angucken? Hä? Warum sollte ich mir das deine angucken? Deine Stimme ist so wie ein Schwule und hab ich mich gedacht, sie ist ein Schwule, das nicht. Ja? Ja? Und deswegen dann können wir Spaß da inzwischen haben, ne? Aber sowas erkennen ja nur Schwule, die schwule Stimme von Schwulen. Weil das meine ich doch. Ich bin auch ein Schwul und das merke ich dann sofort. Deine Stimme ist doch ein Schwul. Deswegen habe ich mich mit dir, ich möchte mit dir nicht sprechen. Ach so. Mhm. Ja, deswegen. Öffne jetzt die Pornoseite und lass ein Video und erklär mir, was du siehst. Nee. Kein Bedarf. Warum nicht? Leid. Kein Bedarf, warum? Stehen Sie auf Frau oder auf Männer? Ja, also alleine das, was jetzt hier schon wieder abläuft, das zeigt eigentlich die Intelligenz der Leute. Und ich frage mich wirklich, mit was die sich den ganzen Tag beschäftigen. Ich meine, mal davon abgesehen, wurde ich ja hier sowieso einfach nur wieder weitergereicht, was in einer normalen Firma ja auch schon nicht passieren würde und was auch in einer normalen Firma nicht passieren würde, dieses ganze Gespräch hier überhaupt. Naja, aber es geht ja immer intelligenter weiter. Ich weiß nicht, wie viele niedere und minderwertige Klischees wir jetzt hier noch zusammensammeln wollen, aber tja, die Betrüger da von irgendwo, von wo aus sie auch immer anrufen, scheinen ja wirklich keine besseren Themen zu haben. Ich weiß es nicht. Also, das muss ja wohl scheinbar hier auch irgendwie der Grund sein, warum sie überhaupt den Job machen. Ich meine, die hier wissen ja auf jeden Fall, was sie da für einen Job tun. Denn warum würde man sonst während seiner Arbeitszeit bei den Leuten anrufen? Also, das kann mir keiner erzählen, dass die das... Ja, weiß ich nicht. Machen, weil sie nicht wissen, dass sie Betrüger sind? Ich habe keine Ahnung. Also mir fehlen wirklich schon mittlerweile echt die Worte, weil man überhaupt nicht mehr weiß, was man dazu noch sagen soll. Das ist doch nur noch unterirdisch. Ich meine, ich habe es ja euch ja schon so oft gesagt, das Niveau, das kriegen wir hier immer weiter gesenkt. Aber mittlerweile bin ich auf dem absoluten Tiefpunkt mit denen hier angelangt und frage mich, wie tief soll es denn nur noch gehen? Weil das ist doch hier schon wirklich nicht mehr feierlich. Ja, das geht dir doch überhaupt nichts an. Überhaupt nicht, über was stehen Sie denn? Ja, das geht dich doch nichts an. Warum? Ja,
Warum sollte dich das was angehen? Was? Genau, möchte ich auch mit ihnen Spaß haben. Das okay. Nichts. Ja, aber ich treffe mich mit Kakerlaken nicht. Wer bitte? Ich sage, ich treffe mich mit Küchenschaben nicht. Ja, vielleicht mit dem Kakerlaken nicht, ja? Ja? Okay. Wenn möchtest du mit mir Spaß haben, dann auf die Porno-Seite sehen wir die Schwule, wir ficken und du erklärst mal das alles nach. Ja? Das ist ganz schön stumpf und dämlich, was ihr da so von euch gebt. Naja. Also Intelligenz okay, geht dann, anders. Okay, wenn sie dann möchte nicht über Schwule reden, dann ich gebe ihnen die Kollegin weiter. Ja? Ja, kann man ja noch ein bisschen Zeit verplempern. Hey, okay, dann reden wir über Schwule, kein Problem. Ich möchte gerne die Schwule ficken. Schön für dich. Aber für dich auch. Nö, nee, warum? Ach, du bist doch ein Schwule, oder nicht jetzt? Reden wir über Schwule oder nein? Oder ich gebe dir die Kollegen weiter. Also der Einzige, der hier über Schwule redet, scheint ja nur du zu sein. Dann ich gebe ihnen die Kollegen weiter, dann reden sie mit dem Kollegen weiter, wenn sie dann möchten über Schwule nicht reden. Reden wir ja oder nein? Letzte Entscheidung, letzte Frage. Weiß ich nicht, das liegt ja an dir. Weißt du nicht? Wenn bist du ein Schwul, musst du sagen, ja, ich bin ein Schwul. Ja, das geht dich doch überhaupt nicht an. Ja, aber wenn ich sage ihnen, möchten sie mit über Schwule reden, ja, und dann werden wir etwas das treffen dazu. Wie viele Leute fallen denn eigentlich da auf eure lächerliche Scheiße rein? Aber ist okay, das ist etwas anders. Ja. Ja? Ja. Jetzt, bis jetzt ist die Kollegin etwas über 300 Euro. Ich weiß es nicht, ich habe das über die Stunde geredet. 20 Euro, meine ich 20 Euro pro Minute. Ja, und das ist schon alles klar. 15 Minuten schon da. Das ist schon 300 Euro, ne? Und ich möchte auch über Ihnen mit über Schwule. Wenn wir reden über Schwule, öffne die Pornoseite, schreib dort Schwule und zeig mir, was Sie sehen vor. Wie man eigentlich so primitiv sein kann und sich dabei noch 15 Minuten verlieren, dann haben wir 600 Euro und dann werden wir das Gespräch beenden. Genau. Das ganze Video, wie fängt das an, wie sieht die Schwule aus und so weiter. Aha. Ja? Nee. Okay, öffne die Pornoseite, komm. Öffnest du nicht, warum? Ja, weil mir das zu primitiv ist. Öffne die Pornoseite, sei oder ein richtiger Mann, oder nicht. Ich glaube, du bist doch nicht, du bist doch kein richtiger Mann. Du kannst ja glauben, was du willst. Ja, also mal ernsthaft. Was hat er eigentlich für sexuelle Störungen? Keine Ahnung. Also, das ist doch nur noch, weiß ich nicht. Fällt einem doch die Kinnlade auf den Schoß. Also das ist doch komplett nur noch hirnrissig und wahnsinnig und was die da alles von sich geben, ergibt doch gar keinen Sinn. Tja, und nochmal zur Wiederholung. Das sind die Leute, die von euch wenigstens 250, wenn nicht sogar 500 oder sogar 1000 Euro haben wollen, um damit ein bisschen angeblich bei der Börse rumzuspielen. Tja, dass da das Geld nicht für benutzt wird, sondern nur für absolut hohle, unintelligente, komische, weiß ich nicht, was da am anderen Ende sitzt, für was die sich halten. Also ein Finanzexperte ist das wohl nicht. Ich denke wohl eher als Experte von schwulen Pornos. Ja, oder was macht er den ganzen Tag, wenn er da unbedingt so drauf abfährt und seine, ja, weiß ich nicht, Kunde bin ich ja hier auch nicht. Ich bin ja hier, weiß ich nicht, was ich jetzt für ihn darstelle, ist ja auch egal, aber was hat er davon? Wenn ich jetzt eine Pornoseite öffne, findet ihr das jetzt lustig? Weiß ich nicht. Also, versteht das irgendjemand? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht kann mir irgendjemand sagen, was der jetzt eigentlich ganz genau von mir möchte. Ja, aber wenn sie dann so reden, auch wenn sie nicht, haben sie eine Angst drauf, dann sind sie nicht ein richtiger Mann, ne? Ein richtiger Mann hat keine Angst. Würdest du offen, ja oder nein? Ja, habe ich doch jetzt schon ein paar Mal beantwortet, oder nicht? Okay, ich gebe Ihnen dann weiter die Kollegen. Sprechen Sie weiter mit dem Kollegen. Wenn Sie dann möchten, nicht über Schule reden, ja? Alles klar. Viel Spaß mit dem Kollegen. Tschüss. Reden wir über Schule oder nein? Oh Gott, du musst ja wirklich richtig Minderwertigkeitskomplexe haben. Ja, bestimmt. Oh. Und, na?
Mhm. Bist du ja nicht richtiger Mann. Du wolltest die Pornoseite nicht kaufen, ne? Ja, warum sollte ich denn? Ich bin ja nicht so primitiv wie ihr. Ja, aber wenn du ein richtiger Mann bist, dann rufnest du. Wenn nicht, dann bist du ein Schwul. Aha. Na Leute, ihr habt's ja alle gehört. Wenn ihr jetzt nicht alle sofort eine Pornoseite öffnet, dann seid ihr alle keine richtigen Männer. Ihr seid denn alle Schwule, weil ihr keine Pornoseite am Telefon öffnet. Na, gucke, haben wir wieder was gelernt heute. Ja oder nein? Ich lass mich auf euer primitives Niveau nicht herunter. Dann bist du ein Schwul. Denkst du, du kannst damit irgendjemanden ärgern oder beeindrucken? Ja, ich ärgere dich gern. Okay, na dann denk mal weiter. Ich ärgere dich gern. Nö. Ich liebe Leute zu ärgern. Ja? Ja. Mhm. Ich will die auch kaputt so schlagen, ne, an die Fresse so, halt, auch Blut. Mhm. Ne? Ja, genau. Okay. Ja. Naja. Von welchem Land aus ruft denn ihr an? Siehst du nicht die Nummer? Ja, das ist ja eine deutsche Nummer, die im Display angezeigt wird. Und wann? Was? Was? Ja, nix, was? Ihr benutzt ja eh Rufnummern-Spoofing. Oh Gott, von London. Ach, aus London, natürlich. Das glaubt man dir auch sofort. Ja, ich bin von London. Ich tippe eher so auf Albanien oder sowas. Ja, genau, oder Pakistan, genau. Das könnte es auch noch sein. Was? Aber ich habe den Akzent nicht von Pakistan, Alter. Mhm. Ich denke, ihr ruft aus Pakistan an. Also hast du es aber nicht bemerkt? Pakistan, London oder ganz Kroatien vielleicht? Mhm. Ist ganz anderes Akzent mit dem Deutsch. Ja. Schön. Ja. Was meinst du? Woher komme ich denn? Ja, aus einer Müllkippe oder sowas. Kloake so in der Richtung. Wo? Von wo? Ja, von einer Müllkippe, so wie du dich anhörst. Sag doch. Einladen. Ja, ja, hab ich doch grad. Sag! Ja, Müllkippe. Wird schon richtig sein. Nein. Doch. Ich komme aus Ukraine. Ja, schön für dich. Und ich möchte gern Deutsche ärgern. Ja? Schaffst du aber irgendwie nicht. Doch, ich schaffe. Nee, eigentlich machen sich alle nur lustig über dich. So viele Deutsche verärgert und abgezockt. Ja? Ja. Wie viel denn? Das mache ich gern. Sehr viel. Ja? Es gibt keine Nummer. Wie viele Leute zahlen denn wenn da? Ich dir sage. Ja, wie viele Leute wenn zahlen denn sage, da so am Tag bei dir ein? Es gibt keine Nummer, doch es gibt keine Nummer, wenn ich dir sage. Ja. Und ich habe sehr viel auch Geld genommen von denen. Ja, das wissen wir ja schon. Von Deutsche. Mhm. Ja, unsere Betrügerin hier am Telefon, unsere nette Blitzbirne, die scheint ja sehr, sehr gerne aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und tja, weiß ich nicht. Bestätigt ja das, was wir hier gerade die ganze Zeit gesagt haben und eigentlich auch schon immer über die Betrüger gedacht haben. Sie macht das also aus Spaß. Sie weiß ganz genau, was sie für einen Job hat und was sie da tut. Sie findet es also gut, das Geld von den Deutschen zu nehmen und Leute zu betrügen, um ihr Geld zu bescheißen und sie damit zu ärgern. Ich weiß ja nicht, was ihr Problem ist, woher das stammt, aber sie wird uns gleich noch verraten, woher das stammen könnte. Ob das jetzt wirklich stimmt, ich meine, naja, das müsst ihr selbst entscheiden. Letztendlich kann man den Betrügern ja sowieso nichts glauben, was sie so von sich geben. Es ist ja immer nur unterirdisch. Aber, naja, hört selbst. Ich hab dich richtig gefickt mit dem Geld. Ja? Ja. Na dann. Und so ärgere ich auch die Deutsche. Echt, ja? Ja. Oh ja. Wenn man sich auf so ein minderwertiges Niveau herunterlassen will, dann... Ja, muss ja also jeder mit sich dir, also mit dir werde ich so, aber mit den anderen werde ich einmal so ruhig und so einfach gut, aber am Ende schmeiß ich die wie eine Mülltonne. Ja. Schön. Ich hatte auch einen Freund, der war ein Deutscher. Aha. Ich habe alle sein Geld genommen und verlassen. Mhm. Ja? Ja, was habe ich jetzt von der Info? Einfach, dass ich Deutsche nicht mache, nur ich möchte, dass das Geld meiner ist. Dass sie nur am Null bleiben.
dass du, also wie ein Hitler so, auch Hitler, dass sie nur zero, also null seid. Aha. Und deshalb, also ich hasse. Ja, schön. Ja. Ich habe extra Deutsch gelernt, nur damit ich das Geld und dass ich dich verarsche und ich auch die anderen Deutsche verarschen kann. Das glaube ich dir sogar. Ja, du glaubst mir? Wow. Das passt ja zu der restlichen primitiven Art. Deutschland wird mein Land sein. Schön. Ich will dich ganz schlagen, so. Professionell schlagen. Mit Boxen, alles. Tja, also das, was die da so von sich gibt, ist einfach nur noch erschütterlich. Und naja, mal von der Strafbarkeit abgesehen, sie gesteht ja hier vollkommen offen den Betrug. Ja, weil sie sich leider ganz, ganz sicher ist, dass man sie nicht so einfach bekommt. Und so ist es ja auch tatsächlich. Die Rufnummer könnt ihr einfach nicht zurückverfolgen. Die E-Mail-Adressen, die, ja, generiert werden, sind ja auch oftmals von Protonmail oder ähnliches, also die komplett anonym unterwegs sind. Ja, und wenn es eine eigene Domain ist für eine E-Mail, na, also wenn man sich eine eigene www-Domain kauft und damit eine eigene E-Mail-Adresse generiert, ja, dann ist da auch nichts mehr nachvollziehbar. Wenn die Server erstmal gelöscht sind, sind die Server gelöscht und wem da mal die E-Mail-Adressen irgendwann irgendwo gehört haben, das kann man alles nicht mehr nachvollziehen. Und genauso ist es auch mit den IP-Adressen im Internet. Das, ich meine, die sind ja auch nicht blöd und nutzen dafür VPNs. Schon alleine für die Webseiten. Die sind auf Cloudflare und so weiter. Da kannst du nicht viel machen. Das ist halt tatsächlich absolut anonym verschlüsselt und nicht mehr nachvollziehbar. Oder nur ganz, ganz schwer. Die Behörden, die könnten da rankommen. Ja, aber auch nicht mal einfach so mit dem Finger schnippen. Das dauert schon eine Weile, bis man da die Daten freigepopelt hat, woher die eigentlich kommen. Ja, und weil sie das wissen, wie sicher die da eigentlich sind in den Callcentern, tja, benehmen die sich auch so. Nur das hier ist natürlich mal ein ganz, ganz neues Niveau von Absurdität kaum noch zu überbieten. Bis du tot bist. Ja. Schön. Magst du Ukraine jetzt? Ja, das ist mir eigentlich egal. Magst du? Ja oder nein? Wieso? Sag einfach, magst du Ukraine jetzt? Ja, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich war noch nicht in der Ukraine. Doch. Aber sag doch. Ja, wenn ich da noch nicht war, kann ich ja nicht. Wir haben gerade jetzt Krieg. Naja, ob man das jetzt... Ja, ist schon Krieg, aber... Machst du die Menschen von Ukraine? Ja, was haben denn die Menschen jetzt mit dir zu tun und mit dem Krieg überhaupt nichts? Doch, haben die zu tun mit mir, weil ich habe das Krieg gemacht. Ach so. Ich habe alles bombardiert mit Russland und so. Na dann. Ja. So, noch ein bisschen, dann verdiene ich ja 600 Euro, dann habe ich ja genug. Ach so. Aber ich habe das auch so mit Geld, ne, das sie mir geschickt haben. Ja. Weißt du, wann habe ich dich verarscht? Das war vor 5 Jahren, habe ich dich richtig verarscht, wo ich dir 100.000 Euro genommen habe und jetzt deshalb machst du auch ein YouTube-Video. Ich habe ja noch nie bei euch eingezahlt. Doch, das war vor 5 Jahren. Ach so. Gib doch zu jetzt, also natürlich gibst du nicht jetzt zu, wegen der Suche. Aber gibst du, dass du investiert hast und dein Geld verloren hast und jetzt machst du auch das YouTube-Video? Nö. Ja, doch. Oh, wenn du mit der Meinung bist, dann bleib halt der Meinung, das ist mir ja egal, was du da nicht denkst. Ja, aber du gibst ja nicht zu, du lügst die Zuschauer. Ich belüge die Zuschauer. Also du hast Geld verloren, sehr viel Geld. Und deshalb hast du auch mit dem YouTube-Video zu machen, aufzunehmen. Ach so, na dann wissen wir jetzt alle Bescheid. Ja. Dann haben wir das also auch abgehakt. Möchtest du mit meinem Kollegen sprechen? Nee, der ist mir zu primitiv. Nein, das ist ein ganz anderer Kollege. Oh, da möchte ich doch nicht mit Ihnen sprechen. Ach so, ja, dann gib mal her. Der hat auch keinen Bock. Nein, der hat keinen Bock. Ach so. Möchtest du mit einem anderen Kollegen sprechen? Ja, ist mir egal. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit... Möchten Sie nicht? Wenn ihr noch ein bisschen eure Zeit verplempert wird, wollt meinetwegen. Aber der ist nicht schwul. Machen Sie keine Angst. Ach so. Brauchst du keine Angst zu haben, du Schwultel. Oh mein Gott, ey. Brauchst du Marihuana? Nee.
Doch, du rauchst Marihuana. Sag mal Marihuana einmal. Nee. Sag, du sagst das nicht, weil dein Kanal wird blockiert, wenn du Marihuana sagst. Was für ein Ding? Nee, der Kanal wird doch deswegen nicht blockiert. Gib zu, wenn du das nicht sagst, dann wird dein Kanal blockiert. Dann stimmt das, was ich sage. Sag einfach Marihuana. Ich bin kein Papagei, der dir irgendwas nachplappert. Du sagst das nicht, weil dein Kanal wird blockiert. Sag einfach Marihuana, dann werde ich schon aufhören zu sagen Marihuana. Sag doch Marihuana. Apfelmus. Marihuana. Kennst du Deutsche Skraper? Tu mal lieber die Möhrchen. No. Sag mal, kennst du solche Rapper? In Ernst jetzt? Nee, ich guck keinen Rap. Und höre auch keinen Rap. Musst du nicht gucken, sondern Songs hören von Rap. Nee. Sag doch. Mm-mm. Was für eine Musik hörst du denn? Geht dich doch nichts an. Ich frag doch, sag doch. Geht dich nicht an, wie ein Schwul bist du. Ja? Wie ein Schlampe. Eine schwule Schlampe. Ja. Ekliger Hurensohn. Schön. Ekliger Schwul, ey. Ja, fein. Marihuana, Marihuana. Sag mal. Wo gehst du denn Urlaub machen? Wo gehst du überhaupt überleben? Wo machst du Urlaub heute? Oder später? Wo du machst Urlaub? Dieses Jahr fahren wir noch nach Namibia. Nach wo? Nach Namibia. Oh. Das liegt in Südafrika. Wow. Und wie viel zahlen du? Wie viel ich bezahle dafür? Weiß ja. Nicht. Aber da werden sich richtig abzocken. Ja? Ja. Meinst du? Ja. Kann ja sein. Ja. Nicht kann sein, doch. Ja. Kann sein. Und was machst du so gern, Hobbys? Arbeitest du nicht oder machst du nur YouTube-Video? Das verrate ich dir auch nicht. Du musst doch nicht verraten, du Dummes. Ja. Sag mal, hast du eine Frau? Nee. Oh, wie alt bist du denn? Wie alt bist du? Frag ich dir nicht. Sag! Nö. Oh mein Gott, willst du doch nicht deine Eltern sagen? Sag doch jetzt. Nö, warum? Wozu? Was hast du denn von der Information? Nix. Ja, vielleicht ich möchte dich kennenlernen. Ja, bestimmt. Vielleicht werden wir auch zusammen sein. Ja, mit so einem Opfer, ja. Oder was? Doch, wieso nicht? Man weiß nicht. Ja. So viel Geld kann es gar nicht sein, dass man sich erträgt. Nein, wie alt bist du? Vielleicht werden wir auch heiraten, keine Ahnung, Kinder bekommen. Genau. Sag jetzt! Also du solltest auf jeden Fall keine Kinder in die Welt setzen mit solchen Benehmen und solchen... Wieso? Tja. Wieso soll ich keine Kinder haben? Ja, weil das definitiv den EQ unseres Erdballs ein ganzes Stück senken würde. Schau mal. Ich werde meine Kinder lernen, also meinen Charakter zu haben. Du lernst auch, also meine Kinder auch deinen Charakter zu haben. Dann haben sie zwei Sorten Charakter. Wie findest du? Bist du da? Ich bin da. Sag, wie findest du es? Was? Wie findest du es, wenn wir Kinder haben? Ja, wir werden keine Kinder haben. Doch, wir werden. Mm-mm. Doch, verdammt. Nee, so Leuten wie dir sollte man das Kinder in die Welt setzen verbieten. Können wir uns treffen vielleicht? Können wir uns treffen? Also ich vermute ganz stark, entweder vom Wickeltisch gefallen oder, weiß ich nicht, beim Schaukeln stand die Schaukel zu nah an der Wand. Schau mal, wir treffen uns jetzt echt. Ohne Spaß. Schön. Also, ich sag dir eine Adresse, wo du auch kommst. Ist okay? Was? Kommst du? Werden wir uns treffen? Nee. Doch, wieso? Dann hast du Angst vor mir. Nee. Ach so, jetzt weiß ich. Du hast Angst vor mir, dass ich dich auch nicht abzocke, wie mein Ex-Freund. Ne? Ganz bestimmt. Okay, dann tschüss. Winke, winke. Und dann war sie weg. Tja, einfach nur noch erschütternd.
Also ich bin selber beim nochmal Anhören einfach nur absolut fassungslos, was da für Menschen sitzen, die euer Geld wollen und sie damit auch noch Erfolg haben. Einfach wirklich nur absolut dramatisch. Und naja, hier kann mir tatsächlich keiner mehr erzählen, dass dieses gesamte Callcenter auch nur irgendein Mitarbeiter existiert, der nicht weiß, was er da tut. Denn, naja, die haben ja alle mitbekommen, wie sie da so telefoniert. Da frage ich mich, gibt's da keinen Chef, der das unterbindet? Tja, wahrscheinlich ist es tatsächlich sogar erlaubt, in diesen Callcentern sich so zu benehmen, wie sie das da tun. Naja, aber nun mal aus der Sicht des Betrügers. Möchte ich denn, dass meine Firma so negativ bekannt wird, dass da nur solche Mitarbeiter sitzen und die Menschen ja so am Telefon behandeln? Ja, weiß ich nicht. Also, wie man da überhaupt noch mit Erfolg haben kann, langfristig gesehen. Tja, ist mir ein Rätsel. Aber das Schlimme ist, es scheint trotzdem zu funktionieren. Oh mein Gott. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so von dem heutigen Anruf haltet und tja, was ihr so über die nette Dame denkt. Wer möchte, kann gerne mal auf Social Media, die Links findet ihr in der Videobeschreibung, vorbeischauen und auch dort die Kanäle von Callcenter Abzocker abonnieren. Und ja, ihr seht jetzt hier natürlich auch wieder eine Playlist mit vielen weiteren Angeboten von diesem Kanal. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen und die Zeit bis zum nächsten Video überbrücken. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.